aussieht, ist Mercer noch auf der Flucht. Also sei vorsichtig, okay? Er könnte überall sein. Ja, vielleicht auch das. Ja, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Heat. Nach langer, langer Pause aus zeitlichen Gründen und privaten Gründen geht es jetzt endlich mal weiter mit Need for Speed und ja, gucken wir mal, wie weit wir es heute auf die Reihe bekommen. Wir sollen ein bisschen Kohle verdienen. Das ist heute das, was wir eigentlich. Ich gucke gerade, ob ich ein bisschen Leistung reinhauen kann noch. Er hat ja Kohle ohne Ende, ne? Was kriegt denn der? Der Preis sich weniger. Ich bin jetzt das maximal höchstens der Motor hier. Der kostet 438.000. Kriegen wir jetzt auf Level 39. Wir sind jetzt 28. Also. Naja. Haben wir hier irgendwie Super Plus? Ne, haben wir nicht, ne? Oder Elite? Ne, auch nicht. Alles jetzt auf Level 39. 47. Ja, wie gesagt, das ist es halt. Aber ich kann mal gucken, ob ich den Turbo noch reinhauen kann. Stimmt gerade. Fällt mir gerade auf, dass wir den Turbo noch nicht voll haben. Einer mit. So, okay. Gehen wir rein auf die Strecke. Wir wollen halt wieder ein bisschen Kohle verdienen, das ist ganz klar. Ich gucke gerade. Warte mal, was müssen wir hier werden? 30. Okay, 30 sollte das nächste Ziel werden. Das heißt, wir müssen definitiv in die Nacht gehen. Das ist ein Sprintrennen, das ist neu, ne? Dann nehmen wir das mit. Wie gehen wir da runter? Erstmal Level 30 werden, dann kriegen wir wieder ein neues Auto. Und ja. Und dann gucken wir einfach mal weiter, wie wir dann weitermachen. Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Die gute ist, die Leak hasst uns nicht mehr. Oh, gut. Und die schlechte? Niemand weiß, wo Mercer ist. Klar, er ist sein Job los, aber er hat noch die Autos. Wir dürfen nicht zulassen, dass er mit ihnen abhaut. Hier kann er mit ihnen nichts mehr anfangen. Er müsste sie schon aus der Stadt schaffen. Ich habe auf dem Laptop ein paar Speditionsrechnungen gesehen. Es ist nicht viel, aber ich habe es rumerzählt. Sobald einer dieser Trucks auftaucht, erfahren wir davon. Mhm. Und jetzt? Motz dein Wagen. So, bin dabei. Wir fahren erstmal ein kleines Rennen, was jetzt in der Nacht ist, weil wir müssen, wie gesagt, Reputationspunkte verdienen. Wir müssen ja Level 30 werden. Und ja, schon wie gesagt, dass ihr wieder nicht mehr dabei seid und endlich wieder ein bisschen Zeit gefunden haben. Endlich mal wieder ein bisschen auf Need for Speed, weil momentan ist echt durch Arbeit extrem viel. Wir haben ja momentan nicht so viel Zeit zum Aufnehmen. Sagen wir es mal so. GTA läuft ja immer mal weiter, aber Need for Speed und nicht FIFA ist momentan. Ja, machen wir mal ein bisschen. Aber wir gucken. Na dann, let's go. So, den da vorne, den Kollegen, hole ich mir noch. Aber noch ein Auto. Das ist ein BMW, welche Überraschung. Fast. Gut. Aber sind jetzt gerade noch nicht weg. Ich muss ein bisschen konzentrieren hier. Also jetzt gerade mich ein bisschen abzusetzen. Ich bin mal gespannt, ob uns gleich die Cops ein bisschen ärgern werden.
Bis jetzt ist von denen noch nichts zu sehen, aber es kann sich ganz schnell ändern. So, Hälfte haben wir. Das war doch nur ein leichter Rempler. Da hinten wäre einer, aber der ist sehr weit weg. Das war ein leichter Checkpoint verpasst. Hier im Hafen kann man sie, glaube ich, am besten irgendwie abhängen. Scheiße. Das war mir fast klar. Dass er mir dann tatsächlich doch noch gesehen hat. Aber sie sind zumindest mal weg. Jetzt gucke ich gerade, ob ich. Ach, ich bin noch nicht gekommen, okay? Wir beenden die Verfolgung. Ihr müsst euch in Zukunft echt mehr anstrengen, Leute. Alles klar. Das ist ja mal. So, eigentlich war es der Plan, jetzt mal wieder zurück zur Garage zu fahren und zwar dahin. Ich hoffe, dass die mir jetzt natürlich nicht. Ich fahre außen rum. Kommt einer? Das kommt da durch. So. Nehmen wir so mit. Es schadet nichts, es auch mal ruhiger angehen zu lassen, um Kraft zu tanken. So ist es. Kohle kriegen wir ja keine, aber mit den Reputationspunkten. Und 35.600 ist mal besser als gar nichts. Und das reicht für nicht mal Level 29, aber das ist nicht mehr viel. So. Jetzt gucken wir mal gerade, ob wir noch irgendwie ein Rennen haben, was ganz, ganz wichtig ist. Hier unten ist noch eins. Und zwar mal den Flankenangriff, den nehmen wir noch mal mit. Und dann nehmen wir sie mit 16.000. Dann werden wir wieder Level 2 erreichen und dann wieder 32.000. Also wie gesagt, das nehmen wir jetzt mal mit, einfach alles.
Let's go. Ich versuche immer wieder zwei Rennen pro Folge reinzuhauen, mit dem, was halt immer zwischendurch passiert. Klar, kann natürlich alles wieder sich ändern. Ne? Gerade wenn du viel mit Kopf zu tun hast, dann passt halt nicht zwei Rennen rein. Ja, die Porsche mal kurz von der Straße gekegelt. Vorne muss ich mir jetzt versuchen, irgendwie einzufangen. Die Punkte weg. Zwei von drei, ach, sind drei Runden, also es ist ein Rundkursrennen, okay. Ich dachte mir, das wäre jetzt ein. Boah, Alter. Da wärst du fast dran gewesen. Jetzt habe ich ihn. Jetzt führen wir zum ersten Mal dieses Rennen an. Bin mal gespannt, die Leute, ob wir auch hier wieder Cops haben. Nach dem letzten Rennen vorhin haben wir ja keine gehabt. Den einen habe ich jetzt fast auf einen Kilometer abgehängt im BMW. Also sollen sie jetzt nicht damit. Sollen sie sich damit jetzt abhängen? Damit jetzt rumschlagen. So, muss ich gerade gucken, dass ich jetzt halt irgendwie in eine Garage komme. Und ja, halt wieder. So, nehmen wir sie mit. So nah an der Spitze müssen wir clever fahren. Zieh dein Ding weiter durch.
Auch wieder 33.000. Das ist wieder gutes. Gute Punkte. So, 25.900. Das versuchen wir in der nächsten Folge rauszuholen, dass wir dann den. Ich mag unseren kleinen Rückzugsort auf dem Land. Fühl dich wie zu Hause. Mach ich. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Need for Speed Heat und dann versuchen wir Level 30 zu erreichen. Bis dahin und tschüss.